Ich begrüße jetzt den Herbert Bachler. Herbert Bachler, ein Obersteirer aus Gröbming, hat etwas mitgebracht, eine ganz spezielle Lederhose. Eine Lederhose, die eigentlich gar nicht aus Leder ist, aber ausschaut wie eine Lederhose. Eine, wenn man so möchte, schönen guten Morgen, eine vegane Lederhose. Wie kam es denn eigentlich zu der Geschichte? Wie kommt man auf die Idee, eine Lederhose ohne Leder zu entwickeln bzw. zu verkaufen? Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Für mich war es damals, wie ich klein war, schon ganz normal, dass ich Lederhosen angezogen habe. Und durch die Zusammenarbeit mit meinem Freund André Zechmann hat es dann ergeben, dass wir gesagt haben, du, wir haben immer Ledern, ja, eigentlich sollten wir mal was anderes ausprobieren. Und dann habt ihr was anderes ausprobiert, eine Lederhose, die aber ausschaut, du hast eine mitgebracht, die liegt hier vor mir, die ausschaut wie eine Lederhose, greift sich auch im Prinzip vom Material her so ähnlich an. Aus was ist das jetzt, wenn es nicht Leder ist? Unser Material, wir haben gesagt, wir wollen, dass wir was Gescheites haben. Wir haben uns orientiert, wir haben geschaut, dass wir eine Spezialbaumwolle bekommen, die aus England ist, die gewachst ist. Aber im Vordergrund, dass man das auch gern anzieht, dass sie das gut anfühlt. Und vor allem, mir hat es selber recht schiert, wenn ich gesehen habe, wie die Viecherler bei unserem Bauernhof umgebracht waren, sind ist eigentlich ganz normal. Nur ich habe gesagt, eigentlich will ich nicht lang drin sein. Und wir haben einfach geschaut, dass wir eine blutfreie Zone, unter der Gürtellinie schaffen. Eine gewachste Baumwolle. Ja. Das Ganze, dann gewoben als Stück Stoff, aber so dick gemacht, dass es trotzdem sich wie Leder anfühlt. Ja, es wie ist. Wie Rauleder eigentlich. Ja, wie Rauleder, nur ganz fein. Also, es ist atmungsaktiv. Muss dazu sagen, ich wollte eigentlich nicht haben, dass ich irgendwann schwitze oder, ja, dass ich dann, ich freue mich zwar, wenn ich eh nicht gehe in der Lederhosen, aber ich habe mich umso mehr gefreut, wenn ich wieder rauskomme. Das ist ein Produkt und das war unser Anspruch, wo man einfach gern drin ist, wo man auch spurteln kann, wo man Radeln fahren kann, joggen. Und man sagt, wow, es ist eigentlich so gut, dass ich es den ganzen Tag anhaben will. Ja, okay. Eine Lederhose, die nicht, also eine vegane. Eine vegane Lederhose. Also ohne tierischen Ursprung, sogar die Knöpfe sind nicht aus einem Hirschquer oder sonst was, sondern pflanzlichen Ursprungs. Das war ein André Zechmann. Ja. Und meine Basis, die wir einfach schaffen wollten. Und ich denke, wir haben ein Produkt geschaffen, was wirklich sehr, sehr schön und sehr angenehm worden ist. Spannend natürlich jetzt auch, warum gemeinsam mit André Zechmann. Das ist jetzt jener Mann, wo man Monate auf einen Tätowiertermin warten muss, Tätowierer, ein Künstler, ein Tätowierkünstler, Terminkalender voll bis Ende nie. Warum? Welche Rolle spielt der bei so einer Lederhose? Von der Haptik, von der Optik, aber auch ausschaut wie eine Lederhose, gibt es auch in mehreren Farben. Und wenn man es angreift, eben wie gesagt, greift sich das an wie so eine Raulederhose. Herbert Bachler, eine Kooperation mit dem André Zechmann. Warum eine Kooperation mit einem Tattoo-Künstler? Der André und ich, wir kommen also vom Mitterberg im Enstalium und uns verbindet eine Freundschaft. Wir haben in unserem Café Solarbone eigene Tattoo-Lounge eingerichtet. Und Tattoo hat ja auch nicht mehr dieses Image wie früher. Das haben jetzt nur, die Hefenbrüder, so wie man gesagt hat, sondern Tattoo. Es geht um Kunst in dieser Richtung, wird heute in allen Schichten der Bevölkerung getragen. Ich habe gerade erst gelesen, jeder Fünfte hat ein Tattoo. Ja. Und so haben wir versucht, das Tattoo nicht auf den Körper zu bringen, sondern in den Latz reinzuarbeiten. Mhm. Es wird individuell jedes Produkt mit einem eigenen Tattoo vom André Zechmann gefertigt. Ja, das ist das Nächste. Wir haben die Wertschöpfung nicht irgendwo in Billiglohnländern, sondern jedes Produkt ist ein Einzelstück, was in der Steiermark gefertigt wird. Und so unterstreichen wir unsere Heimat, wo wir wohnen. Und wir sind nicht auf die Masse ausgelegt, sondern haben einfach Spaß an der Sache, die wir machen. Das heißt, jedes Stück ein Einzelstück, jedes Stück auch ein Kunstwerk. Man hat diese Lederhosen ja jetzt auch beim Asia Kirtag schon gesehen, bei einigen prominenten Persönlichkeiten, die da auch zum Teil mit offenem Hosenlatz gehen, aber das ist okay so. Ja, das ist so ein bisschen ein Markenzeichen von unserem Produkt. Wir haben gedacht, abseits von diesen ganzen Partnerbörsen sollte man eigentlich wieder die Leute zusammenkommen lassen und nicht nur bei den Mädels, so wie es ist, die dann ihre Schürze tragen und das kennt, sondern wir haben gesagt, wenn da Bedarf ist, dass jemand auf der Suche ist, dann kann man einfach den Latz aufmachen. Man symbolisiert, schau mal, welches schönes Tattoo das oben ist und symbolisiert gleichzeitig. Ja. Ach ja, wir könnten ein bisschen schatzen und
ich bin zu haben. Umgekehrt hast du natürlich ganz das Gegenteil. Ja. Die Obersteirer, die sind irgendwie sehr kommunikativ in dieser Sache. Also wenn der Hosenlatz so schräg aufgeknöpft ist, dann heißt es, schau, was ich hab. Ja, es gibt eigentlich zwei Positionen. Die eine ist eine halbe Öffnung, da sagt man, okay, man schaut sich einmal um. Die zweite Öffnung ist halt ganz, wo es schon sehr dringend sein muss. Ja. Großartig. Also wie gesagt, dieses Stück Lederhose, das nicht aus Leder ist, das zudem auch noch tätowiert ist und das zudem auch noch dritte Funktion, eine Partnerbörse unterstützen kann, gibt's in der Obersteiermark eben, wie gesagt, ganz genau. Wo bezieht man sowas, wenn man sich dafür interessiert? Ja, es ist so, wir haben ein Online-Shop, das ist andrezechmann.com. Dort kann man sich das anschauen. Allerdings ist so, dass wie bei jedem guten Stück, weil es individuell gefertigt ist, Wartezeiten da sein. Aber wenn Leute noch recht schnell sind, dann können sie bis Weihnachten noch ihr Geschenk für den Liebsten oder für die Liebste vorreservieren. Also im Online-Shop gibt es bei uns die und die wird dann maßgefertigt in der Steiermark. Also ein paar Monate Wartezeit, damit muss man. Alles, was gut ist, dauert ein bisschen. Alles, was schlägt, das ist so. Ja. Und auf steirische Produkte, wenn es gut sind, muss man sowieso ein bisschen warten. Dafür hat man das Ding dann auch meistens ein Leben lang. Man kann es auch waschen, das heißt, es ist auch keimfrei, wenn es verschwitzt ist vom Sporteln oder wie immer. Wir waren auch besonders stolz, weil du es zuerst angesprochen hast, beim Seher Open Air. Wir haben auch Leute, wo wir stolz sind, dass sie das Produkt tragen, wie der Jürgen Leitner, einer der besten Harmonikaspieler, der das beim Open Air präsentiert hat. Es gibt auch einen Steirer, den Daniel Reuer, der jetzt bei Austria Wien spielt, der auch, wo wir symbolisieren, schaut her, wir sind ein steirisches Produkt, wir haben großartige steirische Leute und die auch über den Tellerrand einmal schauen und sagen, die Leder nehmen muss nicht immer nur aus Leder sein, sondern es kann auch ein wunderbarer Stoff sein, der im Übrigen auch feuerfest ist, so nebenbei, wenn da mal ein Zigarettenkippen runterfällt, es passiert ja nichts, es ist einfach was Gescheites, es ist steirisch. Ja. Bachler, Dankeschön für den Erfolg. Bitte gerne. Also übrigens, wenn Sie auch die Lederhose sehen wollen, im Internet steiermark.orf.at, da sieht man, wie das Ding ausschaut. Was sie kann, haben wir jetzt ja schon gehört. steiermark.orf.at, entsprechend die Geschichte und die Fotos dazu.